zum nächsten Unboxing aus meiner, wie soll man sagen, aus meiner Bestellreihe, keine Ahnung. Das müssten auf jeden Fall, oder das ist ein Artikel, ja, kann man schon sagen, eine Rarität müsste das sein, die ich mir mal gegönnt habe, privat gekauft, relativ günstig und deshalb einfach mal zugeschlagen. Ja gut, also schauen wir mal rein. Es ist Verpackungsmaterial, nein, Spaß, es geht schon. Knall und Pfeif, manchmal auch Pfeif und Knall. Raus hier. Also hier halt fünfmal Knall und Pfeif von Kellerfeuerwerk. Da drin sind 8-mal Pyrocracker, 7-mal Luftheuler und 2 Knallfrösche. Ich habe das schon mal erstmal mit euch an hier. So. Nein, ich habe nicht gefurzt. Das war hier, ich lehne auf einer Decke und wenn ich da so runterrutsche, dann hört sich das so an. Also, Knall und Pfeif. Bla 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 bam. Bla 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 bla. Stehen leider keine weiteren Infos mehr so wirklich drauf. Gebrauchsanweisung. VPI. Na gut. Würde ich sagen, schauen wir einfach mal rein, oder? Da-dam. Da-dam, da-dam. So. Frösche. Sehr stark gebunden. Oh. Sieht nicht besonders alt aus. Dürfte aber tatsächlich eventuell noch springen. Dann haben wir hier die Luftheule. Normale Endung. Visco. Ich weiß nicht, aber irgendwie sind Luftheuler einfach geil. Schade, dass es die nicht mehr gibt, deswegen habe ich mir das dann auch geholt. Und dann haben wir hier ja, die Pyrocracker mit dem Piratenlogo. Und da schauen wir mal rein. So sehen die guten Stücke aus. Hallo, Kamera. Kamera möchte nicht. Oh, ich hasse es. Ich muss mir auf jeden Fall eine Kamera kaufen, weil ich krass so aussehen. Ja, Keller, Knallkörper, Pyrocracker. Verarbeitung ist vernünftig. Hier oben seht ihr ja, ganz normal und unten, tja, zugeklebt. Zugeklebt! Glaubt man gar nicht. Richtiger Wahnsinn. Ja, und so sieht das dann halt eben aus. Richtig, richtig schöner Artikel. Gefällt mir. Und das Ganze halt jetzt 5-mal. Und ja, einfach zum Sammeln ein bisschen und dieses Paket, was hier offen ist, werde ich auch dann testen für euch demnächst. Ja, auf jeden Fall, lohnt sich auf jeden Fall, sowas wird es ja nie wieder geben. Deswegen, wenn ihr sowas ergattern könnt, schlagt auf jeden Fall zu. Dann würde ich sagen, lasst die Finger dran und haut's da rein.